Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute reagieren wir mal auf ein Video von Abiso. Die hat nämlich ein ganz besonderes oder sehr interessantes Video hochgeladen. Das heißt, Ratespiel, wo kann man diese Pferde kaufen? Ja, wie gesagt, ist ein Ratespiel. Ich würde es sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass ich mich relativ gut auskenne, wo es welche Pferde in SSO zu kaufen gibt. Werden wir sehen. Ihr könnt gerne mitraten. Und ja, falls ihr Abiso noch nicht kennt, checkt auf jeden Fall mal ihren Kanal aus. Die macht auf jeden Fall auch regelmäßig SSO-Videos, die sehr interessant sind, finde ich. Könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen. Der Link zu ihrem Kanal ist in der Videobeschreibung. Lasst gerne mal auch ein Like da, direkt unter ihrem Video, unter den hier. Und genau, ich würde sagen, wir machen einfach mal los. Hallihallo, ihr Lieben. Heute gibt es ein Ratespiel. Ich zeige euch gleich Pferde und ihr müsst erraten, wo es diese Pferde zu kaufen gibt. Ich habe mir dieses Video logischerweise vorher natürlich noch nicht angeguckt. Das ist ja sonst Cheaten. Alles verstanden? Dann geht's los. Okay. Isländer! Stopp. New Hillcrest. Beim New Hillcrest Championat dort in der Nähe. Jawohl. Okay, ich glaube, das ist noch relativ einfach. Wo gibt es dieses Pferd zu kaufen? Ja, New Hillcrest. Das war auf jeden Fall relativ einfach, würde ich sagen. Genau. Oh, Clydesdale. Dandal. Ist das ein Dandal? Oder gibt es noch zwei, drei bei der Koppelinsel? Also es stehen auf jeden Fall sehr, sehr viele in Dandal. Ich würde Dandal sagen. Wieder richtig. Sehr schön. Oh, die Mustangs. Die stehen bei Birks Gehöft in Mistfall. Die wurden ja zusammen mit den Connemaras dorthin gesetzt, sag ich mal. Birks Gehöft, jawohl. Oh, ich bin gut. Oh, Knappstruber. Jovikstein. Ist die Hintergrundmusik für euch eigentlich zu laut? Wenn ja, dann mache ich sie noch ein bisschen leiser. So, genau. Ja, Jovikstein. Dort stehen die. Yes. Bis jetzt volle Punktzahl. Oh, die Araber, Goldspurmühle. Bei der Goldspurmühle, hier beim alten Dingsbums. Wie heißt er? Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Da müsste Goldspurmühle sein. Wow, ich bin echt gut. Wieder zu viel SSO. Die Finnpferde, das müsste Feargrove sein. Oh, die sind auch so schön. Ich habe noch gar keins von denen gekauft, von den Finnpferden, obwohl ich die eigentlich echt süß finde. Aber ich habe die damals nicht gekauft, weil ich die nicht ganz so interessant fand, die Rasse, aber. Genau, Feargrove. Aber süß sind die Finnpferde schon trotzdem. Die Percherons, die stehen natürlich bei Marleys Farm. Ich wusste gar nicht, dass sie sich so ein Percheron gekauft hat. Oh, siehst du mal, Abby. Hast einen guten Geschmack, muss ich sagen. Marleys Farm, jawohl. Oh, die Irish Cups, die müssten in Valedale stehen. Stehen alle von denen in Valedale? Oh. Stehen alle in Valedale? Tatsächlich. Okay, der steht auf jeden Fall in Valedale. Sehr schön. Gut, alles richtig gewusst. Schreibt es doch in die Kommentare. Bis bald, eure Abby. Yo, Abby, ich hab's tatsächlich geschafft. Mega cool, aber richtig gutes Ratespiel, richtig gutes Video. Bitte gerne mehr davon. Also mir machen solche Videos, solche Ratevideos echt viel Spaß. Ich hoffe übrigens, dass es euch auch Spaß gemacht hat, zuzusehen und zuzuhören. Und wie gesagt, liked und kommentiert nicht nur bei mir, besucht auch gerne mal Abby und schaut euch dieses Video an. Und da könnt ihr gerne mal ein Like da lassen und selber mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denn auch alles richtig hattet wie ich. Oder lagt ihr vielleicht doch daneben? Weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ihr Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Liebe Grüße an dich, Abby. Mach gerne noch mehr solche Ratespiele-Videos. Ich liebe sowas. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder nächsten Livestream wieder hören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.